Da gibt's. Ja, ich glaube, das ist diese ewig lange Mission. Oh, wir haben die Tür offen. Komplett. Das klingt schon wieder. Klingt gut. In erster Linie mal. Wage dich hinter die Foyer-Türen. Natürlich doch. Da, wo eben nicht weiterkam, geht's jetzt weiter. Wo zur Hölle bin ich und was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich diese scheiß Kiste auf? Sie ungemein kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen Sie sicher gehen. Wäre der Plan, ne? Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh, oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. Ich muss mich jetzt... So, ich muss mich jetzt natürlich weiter... Warte mal, mach was anderes. Blum, blum. Und bum. Ich das scheiß Sponsor, habe ich sie gesagt. Der erste Streich und du wirst wahrscheinlich noch mal jetzt sagen, ja, natürlich. Also dreimal muss ich ihn besiegen. Habe ich noch irgendwas in der Nähe, was ich machen werfen kann? Nein. So. Doch mal die Dinge aus meiner Sicht zu sehen. Ja, jetzt muss ich das Viech auch noch im Kopf haben.
Es ist schon mal witzig. Was ist das Vieh? Ist ja die Fackel. Die Kamera geht mir auf den Sack. Was ist das Vieh? Da. Ich hab's fast down. Jetzt hab ich wieder mal Gott sei Dank mal wieder rein. Jetzt hab ich's weg. Sieh an! Endlich jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Das ist ja so Spaß? Würde ich das nicht nennen. Finden Sie nicht? Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Was sind die Bedingungen? Sagen Sie mal, was genau besagt diese Vereinbarung eigentlich? Aufgepasst! Wenn Sie dafür sorgen, dass ich einen Tag im Monat richtig Spaß habe, dürfen Sie den Rest der Zeit nahezu ungestört hier arbeiten. Was haben Sie davon? Warum sollten Sie so einen Vertrag abschließen? Ich könnte zwar endlos über diesen Ort reden, aber noch besser sind die Gesichter der Kunden, wenn ich ihnen mit einem Schokofrosch eins überziehe. Man lernt das Publikum erst richtig zu schätzen, wenn man keines mehr hat. Gut. Ach, schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal. Sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müssten Sie Ihr Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wären Sie damit einverstanden? Zur Schließzeit. Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Nein. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nun bin ich erschöpft. Gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich muss zugeben, Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Hallo. So, wir dürfen jetzt offiziell zum Laden zurück. Jetzt muss ich nur den Weg finden. Hey, warte mal. Ah, hier. Boah, was für eine Mission, ey. So, sprich mit Penny. Oh Gott. Hallo, Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Ich auch. Du wusstest aber, was drin war. Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer? St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Doch. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn Sie zurückkehren, würden Sie den Laden besitzen. Du hättest nicht lügen dürfen. Du hättest die Wahrheit sagen und dich entsprechend bestrafen sollen. Ich muss jetzt Officer Singer suchen. Penny tut es leid. Penny wollte Ihnen alles verraten. Wirklich? Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Such Officer Singer auf. Aber der ist da oben irgendwo.
Officer Singer, ich habe etwas erfahren, das Sie interessieren könnte. Ah, schön, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Cassandra Mason hat mir ihren Laden verkauft und wollte mich dann in einen Spukkerker werfen. Cassandra Mason hat Ihnen den Laden verkauft? Ja. Ja, das hat sie. Aber ich glaube, Sie haben den Teil mit dem Kerker überhört. Nein, das habe ich auch gehört. Und laut der Hauselfin, die zu dem Laden gehört, hat sie so etwas bereits früher getan. Mehrmals. Ich habe mich schon gewundert. Sie schien große Schwierigkeiten zu haben, Mieter in dem Laden zu halten. In jedem Fall sind das wirklich schwere Anschuldigungen. Vielleicht sollten wir Cassandra einen Besuch abstatten, um die Sache zu klären, oder? Konfrontiere Cassandra Mason. Ah, die Olle. Was hatte sie davon? Ich meine, ich bin erstmal froh, dass wir das Ding durch haben. Ich glaube, das war diese lange Ladenmission, die wo drüber geschrieben wurde. Oh, hallo Ruth. Sie kennen den neuen Mieter also schon? Cassandra, soweit ich weiß, haben Sie Ihren Laden und Ihre Elfin an diesen Schüler verkauft. Er hat mir einige sehr interessante Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken erzählt. Vielleicht sollten Sie mitkommen. Hinterher! Ja. Ich hätte mit einem hinterlistigen Schüler keine Geschäfte gemacht. Die Olle. Wo ist sie? Ist die Olle da? Auf ihr Facebook! Wo ist sie jetzt? Was soll ich? Welt bringt man ihn heutzutage in dieser Schule bei? Bombard!
hab dich. Ah, Sie enttäuschen mich, Cassandra. In Karzerus! Sie wissen nicht, was Sie da tun! Ach ja? Ich habe mich immer gefragt, warum Sie nie einen Mieter halten konnten. Zugegeben, ein Spukkerker ist mir in den Sinn gekommen. Vielen Dank. Sie können zurück zum Laden. Sehen Sie nach der Hauselfin, sie hat sicher Angst. Miese, verräterische Elfin, ich hätte es wissen müssen! Silencio. Ach, und keine Sorge. Cassandra wird für Sie unverzüglich die nötigen Besitzurkunden über den Laden und die Elfin ausfüllen. Auf Ihrem Weg nach Azkaban. Vielen Dank, Officer Singer. Ich wünsche Ihnen viel Glück als neuer Ladenbesitzer in Hogsmeade. Bekomme ich jetzt überhaupt mein Geld zurück? Die hat ja immerhin mir 1.500 abgenommen jetzt dafür. So, jetzt gehen wir kurz zu dem Laden zurück. Und eigentlich wollten wir uns auch über das Thema mit den Destralen kümmern. Dann gehen wir kurz zurück. Das war jetzt eigentlich irgendwann der Gedanke dahinter, dass wir das Thema mal in Ruhe abschließen und dann irgendwann mal sagen, wir machen die Destrale. Wir haben jetzt Destral-Babys bekommen. Die Mission ist ja abgeschlossen. Geil. So, gehen wir rein. Penny, ich habe hoffentlich gute Nachrichten. Officer Singer hat bestätigt, dass der Laden jetzt in meinen Besitz übergegangen ist. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Penny ist so erleichtert. Penny fiel es so schwer, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Penny wird für so einen gütigen neuen Besitzer so hart arbeiten wie möglich. Nö, Platz verdienen. Ich habe im Verlies ein Kleidungsstück gefunden, das ich dir geben möchte. Oh, danke. Danke. Penny hätte nie gedacht, dass sie mal Kleidung hat und eine freie Elfin wird. Sehr gerne. Du hast es verdient. Natürlich wird Penny bleiben und den Laden weiter für sie führen. Penny, du bist frei. Du kannst tun, was auch immer du willst. Aber Penny wollte doch immer nur mit einem lieben Menschen einen Laden führen und die Leute von Hogsmeade versorgen. Wenn du das möchtest, Penny, würde mich nichts glücklicher machen. Ich bin wirklich froh, dass du bleibst. Penny ebenfalls. Jetzt müssen sie bloß noch ein Schild für ihren neuen Laden wählen und Penny kümmert sich um den Rest. Trachten und Tonika. Ich wähle Trachten und Tonika. Tolle Wahl. Schauen Sie es sich draußen an. Danke. Ich werde Gegenstände für das Inventar des Ladens sammeln. Ach, und Penny. Wir schließen jeden Abend um 9 Uhr. Ich hab mir sowas in der Richtung schon fast gedacht. Auftrag abgeschlossen. Kümmere dich um deine Angel. Das ist eigentlich sogar eine Nebenquest. Es ist ein Venom, ja gut, okay. Gut. Ich mache einen Break hier, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit... Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, ne? Das Fohlen des Todes. Das machen wir noch in der nächsten Folge. Gut, ich bin raus für heute, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt, um 16 Uhr.